Hallo und ganz herzlich willkommen bei Colorful Paper Art. Ich bin es, Birgit, und ich freue mich sehr, dass du in meine kleine Papierwerkstatt gefunden hast. Heute wollen wir gemeinsam dem Frühling ein bisschen auf die Beine helfen, denn die Sehnsucht nach Farbe und Frische ist groß. Gemeinsam basteln wir winzig kleine Blüten, die an Mandel- oder Kirschblüten erinnern. Und diese kleinen Blümchen kleben wir dann auf Zweige, die wir draußen auflesen können. Stelle diese Zweige in schöne Gefäße und du bekommst eine ganz bezaubernde Frühlingsdekoration. Oder du nimmst ein, zwei von diesen Blütenzweigen und ergänzt mit einem Tag oder mit einem Schriftzug aus Papier und verschenkst die Zweige an eine liebe Person, die sich bestimmt darüber freuen wird. Das Ganze ist sehr einfach herzustellen und kostet dich so gut wie nichts, denn wir betreiben ja mal wieder Upcycling. Also, ich hoffe, ich kann dich inspirieren, es auch mal zu versuchen. Es macht auch Spaß zusammen mit Kindern. Und nun soll es auch losgehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und gutes Gelingen. Nimm dir zunächst ein paar Seiten aus einem alten Buch, was du nicht mehr lesen möchtest. Und dann brauchst du noch Deckfarben aus einem Schulmalkasten. Ich habe jetzt hier für die Kirschblüten oder Mandelblüten einen Pinkton genommen und ein bisschen Orange und werde das jetzt mischen. Du kannst natürlich auch jeden anderen Farbton wählen. Und ich beginne damit zunächst mal das Papier sehr üppig anzufeuchten, lasse aber auch dazwischen immer wieder Flächen frei, wo kein Wasser hinkommt, denn diese weißen Flecken geben nachher Lebendigkeit. Und dann beginne ich, den Pinsel in die Farbe einzutauchen und wahllos die Farbe auf dem Papier zu verteilen. Du siehst, die fließt sehr gut, weil eben alles so schön durchnässt ist. Du kannst stärker oder schwächer auftupfen, ganz nach deinem Geschmack. Die Farbe wird etwas heller beim Auftrocknen, das gilt es zu bedenken. Und wie gesagt, ich gebe noch ein kleines bisschen Orange hier und da und mische das noch ein, um diesen krassen Pinkton ein bisschen zu brechen und noch ein bisschen Natürlichkeit mit auf das Papier zu bekommen. Ja, und das machst du jetzt mit allen Blättern, die du dir herausgerissen hast, allen Seiten und lässt das Ganze dann erstmal ausgiebig trocknen. Nachdem deine Seiten durchgetrocknet sind, geht es jetzt ans Aufmalen und Ausschneiden der Blüten. Und um das effektiv zu gestalten, habe ich mir also eine kleine Erleichterung ausgedacht. Also zunächst mal teile ich die Seite, indem ich sie einmal in der Mitte zerreiße. Und dann falte ich die Seite so, dass ich sie sozusagen drittele. Und dann hast du hier die Rückseite, die ja später nicht zu sehen sein wird. Und hier kannst du deine Blüten wunderbar entwerfen und aufzeichnen. Und ich helfe mir so, indem ich einen Kreis erstmal anlege, als äußeren Rahmen sozusagen. Und in diesen Kreis zeichne ich jetzt 5 Blütenblätter ein. Und die müssen überhaupt nicht regelmäßig sein, denn in der Natur ist es auch nicht immer so exakt. Und im späteren Bild an dem Zweig wirst du da keine Unregelmäßigkeiten mehr sehen. Also ich versuche jetzt hier eben innerhalb dieses Kreises 5 Blütenblätter einzuzeichnen. Du kannst auch gerne 6 nehmen oder 7 oder auch nur 4. Das bleibt dir überlassen. Und wenn du diese Blüte dir hier mal ansiehst, dann siehst du ja, dass eine nach unten, also eine untere geklebt ist und eine obere, die ist also zweilagig.
Und da macht es sich sehr gut, wenn die untere ein kleines bisschen größer ist als die obere. Deswegen mache ich jetzt also den nächsten Kreis, zeichne ich etwas kleiner. Und zeichne auch hier nochmal 5 Blütenblätter ein. Und wer möchte, kann hier auch in der kleinen Ecke, die da noch übrig ist, auch noch mal ein Blümchen einzeichnen. Also verschiedene Größen lockern das Ganze auf und machen es interessant. Ja, und wenn du das alles dir so zurechtgezeichnet hast, dann nimmst du eine Schere und schneidest deine Blütenform aus. Auch hier kannst du immer noch wieder Korrekturen vornehmen, wenn du das möchtest, und ja, etwas anders schneiden, als vielleicht dein Bleistiftstrich gerade liegt. So, und wenn du das jetzt auseinander nimmst, dann hast du sozusagen in einem Arbeitsgang 3 Blüten fertig bekommen. Und genauso machst du es mit den anderen Blüten. Und genauso fährst du dann fort mit dem übrigen Papier, gefärbten Papier, was du noch liegen hast. Also für die Zweige, die ich jetzt hier im Titelbild gezeigt habe, habe ich 3 Seiten, 3 Buchseiten gebraucht. Das ist eigentlich eine sehr sparsame Geschichte. Aber schneide dir ruhig ein paar Blüten mehr aus, dann kannst du wählen und kannst auch die Farben schön zusammenstellen, wie sie dir gefallen. Hier kommen also die klitzekleinen Blüten. So, die sind teilweise so zart gefärbt, dass man gar nicht sieht, was hinten und was vorne ist. Aber das ist, finde ich, jetzt ganz schön bei dieser Frühlingsbastelei, dass man eben auch die zarten Farben des Frühlings wiedergibt. Aber warum nicht so ein Zweig im Boho-Style gestalten mit richtig kräftigen, lustigen Farben? Das kann ich mir auch sehr, sehr schön vorstellen. Und du musst natürlich auch keine Buchseiten nehmen. Du kannst auch einfaches Kopierpapier, weißes nehmen oder farbiges Papier. Oder wenn du gar keine Lust hast zum Färben, dann suchst du dir eine Zeitschriften- oder Illustriertenseite in Rosatönen aus und schneidest daraus deine Blüten zurecht. Auch das kann sehr, sehr schön aussehen. Wenn du bis hierher mit dabei warst, dann hast du jetzt eine Menge kleiner Blüten vor dir liegen und die sehen alle noch etwas platt aus und sollen ein bisschen dreidimensionaler werden in ihrem Erscheinungsbild. Und dafür unterscheide ich jetzt erstmal die Blüten, die ich bei so einer Doppelblüte nach unten kleben möchte und die, die nach oben gesetzt werden sollen. Und die nach unten kommen, die werde ich jetzt über diese Schere, über die scharfe Schneide der Schere ziehen, jedes Blütenblatt einzeln. Das muss man ein bisschen vorsichtig machen, damit es einem nicht abreißt, aber das ist nicht schwierig. Und du siehst, es ergibt sich so eine Krümmung nach unten. Und diejenigen Blütenblätter, die ich nach oben gerne kleben möchte, mit denen vollziehe ich jetzt die gleiche Prozedur, allerdings so, dass sich die einzelnen Blättchen nach oben biegen. Dann sieht das so aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich schiebe das noch mal ein bisschen weiter runter. So, ich denke, das ist erkennbar. Und jetzt werden jeweils 2 Blüten aufeinander gesetzt. Und das mache ich mit einfachem Bastelkleber und setze immer nur einen Tropfen in die Mitte, einen kleinen Tropfen, und setze die andere Blüte dann da drauf. Die Blätter so ein kleines bisschen versetzt anordnen, das gibt dann Fülle. Und dann andrücken,
und antrocknen lassen. Und so gehst du mit all deinen kleinen Blüten vor, bis du jeweils ausreichend viele Doppelblüten hast für deinen Kirschblütenzweig. Hier liegen nun die zusammengeklebten kleinen Blüten und um ihnen noch etwas mehr Natürlichkeit zu geben, male ich in die Mitte der Blüte jeweils einen orangefarbenen Kreis als eine Andeutung der Staubgefäße. Wenn man dann mag, kann man mit einem ganz feinen Feinliner auch noch ein paar Pünktchen dazu setzen und auf diese Art und Weise auch noch wieder etwas mehr Tiefe und Dreidimensionalität in diese Blüte bringen. Aber das ist alles optional, das muss man nicht tun. Gestalte du deine Blüte ganz, wie du möchtest. Vielleicht hast du da auch völlig andere Ideen. Dies soll hier nur eine kleine Anregung sein. Und wenn du deine Blüten fertig gestaltet hast, dann können wir auch schon daran gehen, sie an den Zweig zu kleben. Zum Kleben nehme ich in diesem Fall eine Heißklebepistole. Das funktioniert am allerbesten. Und ich habe mir, wie gesagt, Zweige ausgesucht, die viele Verzweigungen haben. Dies hier zum Beispiel ist ein Buchentrieb. Und der hat sogar schon angefangen, ein bisschen auszutreiben. Und das kann sehr, sehr schön aussehen, wenn wir diesen Zweig in eine Vase mit Wasser stellen und zu diesen kleinen Blüten dann auch noch sich grüne Blätter gesellen. Ich klebe die Blüten am liebsten dorthin, wo eine Verzweigung ist, weil sie da am meisten Halt finden. Aber man kann sie auch direkt an den Stiel kleben. Das geht auch. Ja, und du kannst dann schauen, wie es für dich am besten aussieht. Ich würde die Blüten bis maximal in diesen Bereich kleben, nicht zu tief, weil nachher soll ja dieser Zweig auch noch in irgendeinem Gefäß stehen. Und das würde dann ja die Blüten verdecken und das würde eventuell auch stören. Und du hast sicher ja auch unterschiedliche Größen an Blüten jetzt und dann macht es sich auch ganz gut, wenn die kleinen Blüten oder die zarten Blüten eben halt weiter nach oben kommen, wo auch die Verzweigungen zarter sind. So, und da achte ich jetzt immer darauf, dass sich so ein Bild ergibt. Die schauen also jetzt alle zu einer Seite und dadurch kann man sie dann vielleicht auch vor eine Wand stellen und hat also immer die Blüten im Auge. Du kannst einen anderen Zweig dann wiederum in eine Richtung schauen lassen und die dann zusammen aufstellen, sodass also auch von beiden Seiten sich ein gutes Bild ergibt. Da probier mal ein bisschen aus, wie sich das für dich und deine Gefäße am besten macht und auch den Platz, wo du deinen Zweig nachher platzieren möchtest. Das war also unser kleiner Ausflug in die Frühlingsfloristik und ich hoffe sehr, ich konnte dir ein wenig Inspiration geben und Lust wecken, es selbst mal zu versuchen. Sollte das der Fall sein, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gutes Gelingen und viel Spaß dabei und im Weiteren natürlich alles Liebe und alles Gute für dich, deine Birgit.